ever have the sacred stone? Oh, this you crazy mother... Die da gerade so wild rumtanzt, das bin ich, Annika, 25 Jahre jung. Ich lebe in Berlin und arbeite als Journalistin und Autorin. Ich habe die Webserie Doppelpunkt In ins Leben gerufen und zusammen mit einem Team stelle ich Frauen vor, die in Berufen arbeiten, die oftmals eher Männer machen als Frauen. Übrigens, Teile der Webserie könnt ihr beim Girls and Boys Day sehen. Was ich so mache und warum überhaupt das Ganze, das zeige ich euch jetzt. Kurz zu mir. Ich komme aus Kiel und habe mit 13 mein erstes Praktikum beim Fernsehen gemacht. Und da wurde mir schnell klar, sowas möchte ich auch später mal machen. Deshalb habe ich nach meinem Abitur in Hamburg Journalismus studiert. Seitdem ist ganz schön viel passiert. Ich habe in Madrid mein Auslandssemester gemacht, danach in Köln gelebt und beim Fernsehen gearbeitet und noch einen kurzen Abstecher nach Frankreich gemacht. Mittlerweile bin ich in Berlin gestrandet und arbeite wegen Corona viel von zu Hause aus. Wenn ich nicht auf Dreh bin, sieht mein Arbeitsalltag wie folgt aus. Und zwar sitze ich viel am Laptop, recherchiere, plane, telefoniere, habe Zoom-Calls, schreibe E-Mails und telefoniere noch mehr. Ich bin Journalistin oder genauer gesagt Autorin. Das heißt aber nicht, dass ich Bücher schreibe. Sondern zum Beispiel mir aufschreibe und überlege, was ich euch jetzt gerade erzähle. Damit ihr meine Ideen sehen könnt, brauche ich Papier, Stift, Kamera und Mikro. Derzeit arbeite ich an meiner Webserie Doppelpunkt In. Die ersten 3 Folgen könnt ihr hier auf YouTube schauen. Da begleite ich junge Frauen in Männerdomänen. Zum Beispiel Pauline als Winzerin, Isabel die Tischlerin und Lisa als Rapperin. Hier seht ihr ein paar Clips aus der Webserie. Die 3 Folgen könnt ihr übrigens beim digitalen Girls' Day sehen. Ich habe damals auch beim Girls' Day mitgemacht und war bei der Polizei. Das mache ich aber nicht alleine, sondern mit einem Team. Haki und Anke unterstützen mich in der Redaktion und managen unser Social-Media-Game. Schaut doch auch gerne mal auf unserem Insta vorbei. Da gibt es Behind-the-Scenes, Zusatzmaterial zu den einzelnen Folgen und viele Facts rund um das Thema Feminismus und Gleichberechtigung. Dann gibt es Sebi. Der ist unser Cutter, schneidet die einzelnen Folgen und macht die Grafiken. Zum Beispiel die Grafik aus unserem Logo. Und zu guter Letzt der Leo. Der macht die Kamera und begleitet mich bitte auf den Drehs. Also ihr seht, es gibt eine Menge spannender Dinge als Autorin zu erleben und ich mache das persönlich richtig, richtig gerne. Schaut euch doch auch gerne meine Webserie Doppelpunkt In an. Viel Spaß beim Schauen!